So, wir liegen also jetzt, oder besser gesagt, ich liege jetzt unter dem Auto und pfeift ein schöner Wind, nicht sehr angenehm. Und ich werde euch mal kurz zeigen, was an dem Abwassertank gemacht wurde. Man sieht nicht viel, man sieht wirklich nur die Isolierung. Und ja, mehr kann ich euch dann leider auch nicht zeigen. Okay? So, das ist jetzt die Isolierung, diese Schaumstoffisolierung. Die wurde hier am Rahmen angefangen und geht dann um den Tank einmal drumherum. Man sieht, ist das Ablassrohr selbst ist nicht isoliert, aber das ist ja auch normalerweise leer, deshalb ist das nicht schlimm. Der Tank selbst, wie gesagt, einmal komplett isoliert. Und zwischen diesem Schaumstoff und dem Tank befindet sich diese elektrische Heizmatte. Und das sollte dann den Tank auf einer Temperatur halten, dass man damit auch im Winter fahren kann. Und das wollen wir mal hoffen, weil es hat ja auch eine schöne Stange Geld gekostet. Hallo liebe Videofreunde, ja, wir waren ja mit Piccolino beim Herrn Bendisch, also in der Werkstatt und haben unseren Abwassertank isolieren lassen. Michael ist ja schon mal unter das Auto gekrabbelt und hat euch das gezeigt und auch ein bisschen Erklärungen dazu gegeben. Ja, wir schalten den von drinnen an, wenn es unter 6 Grad ist, ne? Ja, du kannst ihn immer anschalten, aber er geht dann an bei unter 6 Grad. Vorher nicht. Also der Abwassertank geht erst an, wenn es unter 6 Grad sind. Ja. Und dann fängt an, diese Heizplatte zu wärmen. Das ist elektrisch. Es geht aber nur, wenn man Strom hat oder aber auch über Batterie. Allerdings hat er uns gesagt, die hält da nicht lange, die Batterie. Ja, die frisst ganz schön. Also sollte man das versuchen, da zu benutzen, wo man halt Strom hat. Und da man ja im Winter doch meistens auf Campingplätzen ist, dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Die einzige Frage ist, wenn wir wirklich mal mit dem Auto zu den Lofoten fahren würden, müssten wir halt auch da sehen, dass wir irgendwie Campingplätze, die Winter auch noch bekommen oder Stellplätze, ja, wo Strom ist. Ja, und dann leer das. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das haben wir machen lassen. Es wurde gefragt zu den Preisen. Ich habe noch nicht genau drauf geguckt. Weißt du, was der Abwassertank alleine gekostet hat? Um die 400, ne? Pauschale war das 450. Ne? 450 Euro ungefähr hat das gekostet. Ja, und dann haben wir ja uns noch unseren Außengasanschluss machen lassen. Und jetzt brauchen wir überhaupt nicht mehr über die Gasflasche gehen, ne? Nein, das geht schon über die Gasflasche, aber wir müssen nicht mehr umklemmen. Ja, also, aber wir müssen das Fach gar nicht mehr aufmachen. Nein. Ich kann direkt an den Grill direkt hier ausschließen. Ja, also jetzt können wir grillen und gleichzeitig kochen im Wohnmobil. Also das haben wir auch machen lassen. Ja, Michael hat schon alle Wasserhähne laufen lassen, also alle Tanks leer gemacht. Ja. Und anschließend nochmal, wie hast du das, den letzten Rest rausgekriegt vom Wasser? Mit so einer Luftmatratzenpumpe durchgeblasen, die Wasserhähne von oben nach unten durchgeblasen mit so einer Luftmatratzenpumpe. Genau, dass jedes, da kein Wasser mehr in der Leitung steht. Genau, dass jedes Fitzelchen raus ist von Wasser. Ne? Ja, und dann haben wir uns noch hier so Abdeckungen gekauft. Das kannst du ja mal zeigen, für was das gut ist. Die Abdeckungen sind für den Kühlschrank und die soll man dran machen, wenn es sehr kalt wird. Also nehmen wir an, ab 0 Grad oder 0 Grad, wenn es anfängt zu frieren, macht man diese Abdeckung hier dran, um zu verhindern, dass die Kühlflüssigkeit, so rum sich das anhört, zu kalt wird. Weil die muss ja erstmal geheizt werden und die heiße Flüssigkeit oder der Dampf dieser Flüssigkeit erzeugt den Kühleffekt.
Und um diesen Effekt zu erzeugen, brauchst du diesen Dampf. Und das kann nicht so gut funktionieren, wenn das alles zu kalt ist. Also macht man diese Abdeckungen hier drauf, die genug Platz lassen, dass noch Luft rein und rauskommt. Aber gleichzeitig findet, dass es zu kalt wird und damit der Kühlschrank effektiv weiterhin arbeiten kann. Die werden also einfach eingeklickt. So. Zwei Festmacher, fertig, das gleiche hier unten. Und dann bleibt hier noch so ein Spalt für die Kühlung, für Gase und so, das wird eh nicht abgedeckt. Und dann sollte das auch im kalten Winter funktionieren. Genau. Ja, dann hat Michael noch Isolierband gekauft. Und was willst du damit machen? Bei uns laufen die Heißluftrohre von der Standheizung in der Garage entlang, direkt unter dem Bett. Und das wird sehr, sehr warm. Und verliert sich natürlich dann auch die Wärme in der Garage, statt den Wohnraum zu heizen. Da will ich einen Teil dieser Heißluftleitung mit diesem Isoliermaterial umwickeln, damit dann das nicht in der Garage quasi unter dem Bett zu heiß wird und den Rest von dem Raum aber besser heizen kann. Ne? Gut, das zeigen wir gleich nochmal drin. Ja, dann haben wir ja, also dann sollte das Wohnmobil ja im Winter immer mal auch gefahren werden bzw. bewegt werden. Oder man sollte die Reifen einen recht hohen Luftdruck drauf machen, ne? Dass zu wenig wie möglich Fläche beim dauerhaften Stehen im Winter ist. Ja, aber da wir ja das Wohnmobil auch hin und wieder mal nutzen werden, es geht jetzt demnächst zu unserem Bekannten auf dem Hof. Und wir fahren aber im Januar eventuell mal damit und dann Ende Januar ja sowieso in den Urlaub. Ja, wird es auf jeden Fall werden. Bei uns bewegt und wir brauchen nicht den Luftdruck ganz aufpumpen. Die Sirenen heulen. Alarm, Alarm. 12 Uhr mittags. Nee, Viertel nach 12. Ja, das haben wir jetzt erstmal so als kleine Vorbereitung für den Winter schon mal gemacht. Und wir haben also festgestellt, dass es drinnen doch sehr arg zieht. Also wenn man drinnen im Fahrerhaus sitzt abends und will Fernsehen gucken, dann geht doch ein sehr kalter Wind da vorne rein, also Zugluft. Wir haben uns jetzt vom Katastrophenschutz, haben wir uns so Decken im Internet, 2 Stück, ne, bestellt. Und die werden wir vorne da praktisch über die Armatur hängen als Schutz. Und dann werden wir auch noch diverse Decken mitnehmen, die wir halt noch auslegen können an Stellen, wo es eventuell zieht. Und wir haben ja auch diese Isoliermatten vorne an der Scheibe. Die Dicke, die haben wir auch für die Seitenscheiben. Da sind zwar jetzt Rollos und Plissés eingebaut worden, aber im Winter werden wir auch die dicken Matten mitnehmen, sodass wir uns erhoffen, dass es dann nicht allzu sehr dort unten reinzieht, weil wir leider keine Möglichkeit haben, das irgendwo mit einer Gardine oder einem Vorhang zu trennen. Das ist bei uns schlecht möglich. Hoffen wir, dass wir uns damit behelfen können und sind auch ganz gespannt, ob das funktionieren wird. Auf jeden Fall werden wir uns reichlich Decken einpacken, die wir dann vielleicht irgendwo, wenn irgendwo ja, noch Zugluft ist, anlegen können, um abzudichten. Wenn ihr auch da noch Ideen habt, was man machen kann, könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren mitteilen. Wir gehen jetzt nochmal rein und zeigen euch nochmal, was Michael da genau in der Garage isolieren will und auch nochmal das Knöpfchen für den Abwassertank-Isolierung. So, das ist also das Rohr, was so, Entschuldigung, was so heiß wird und wie gesagt die ganze Garage hier heizt und das ist die Wärme, die natürlich dann verloren geht zu den Auslässen hin und deshalb will ich das so ein bisschen isolieren, dass die Effektivität an sich erhöht wird und dass hier nicht so heiß drin wird. Ja. Dann mal los.
So, also hier haben wir diese Heißluftleitung von der Standheizung, die zu den einzelnen Auslässen hingeht. Und diese Leitung ist extrem heiß geworden. Die kannst du noch nicht mal anpacken. So heiß ist die geworden. Und wenn da natürlich irgendwas in der Garage gelagert war mit Plastik oder irgendwas, das hat angefangen zu stinken. Und auch Getränke konntest du hier drinnen nicht lagern, weil die sind so warm geworden. Und da wir auch direkt darüber schlafen, das war einfach zu warm. Und jetzt haben wir das isoliert. Und jetzt kannst du die auch im Betrieb, kannst du hier die Hand dran halten. Das ist absolut okay. Also das wird zwar immer noch warm da drinnen, aber bei weitem nicht mehr so, wie es mal war. Und das sollte schon was gebracht haben. Sind wir überzeugt davon. Und hier ist unser kleiner Schalter für die Abwassertankheizung. Wie gesagt, wenn man den auf anmacht, geht er automatisch ab 6 Grad heizt. 6 Grad Außentemperatur fängt die Heizung an zu laufen, elektrisch. Deshalb über Batterie, hält nicht allzu lange, aber im Winter stehst du meiner Ansicht nach irgendwo auf dem Campingplatz. Und dann hast du Strom, dann ist es kein Thema. Ja, und wenn wir unterwegs sind, wirklich mal zu den Lofoten fahren, dann fahren wir ja auch jeden Tag. Ja, zum Morgen muss er wieder leer bleiben. Dann. Ja, oder wir laden sie jeden Tag wieder auf. Die Batterie für eine Nacht wird es ja wohl halten, denke ich mal. Wir werden das austesten. Das machen wir alles ja dieses Jahr. Werden wir sehen, ja. Ja. Ja, und hier haben wir uns jetzt selbst ein bisschen beholfen und haben dann halt jetzt nochmal so Fließdecken hingelegt, weil von da unten her zieht es halt richtig mächtig rein. Und also richtig rein. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das doch so auskühlt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt gedacht, wenn dann die Isoliermatten abends davor sind, rechts und links hier an den Fenstern, die dicke und die dicke auch da vorne, das wird schon mal etwas bringen. Und dann haben wir uns jetzt hier vom Katastrophenschutz richtige Wolldecken bestellt, dicke. Mal gucken, ob die was bringen. Sollen relativ dick sein. Und die werden wir dann hier vorne auch davor hängen. Und dann haben wir ja noch unsere Felle, die wir hier hinlegen können, wo wir nochmal abdichten können. Noch ein paar Decken dazu, Fließdecken, die wir nochmal irgendwo hinlegen können, wenn es irgendwo reinzieht. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Schauen wir einfach mal. Wir werden berichten, wie das ist. Weil Zugluft, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Da friert man einfach immer so durch und durch irgendwie. Also werden wir mal gucken, ob das was bringt. Weil wenn wir dann nämlich bei minus 5, minus 10 Grad stehen, ich bin gespannt. Also, naja, wir lassen uns überraschen, ob wir da klarkommen damit, wie wir uns das jetzt so vorstellen. Ansonsten gibt es ja auch noch Elektromatten, die man hinlegen kann, die Wärme abgeben, aber dann haben wir ja noch mehr Strom. Schauen wir einfach mal. Erstmal probieren wir es dann so, wie wir uns das jetzt so vorgestellt haben. Weil wie gesagt, hier, das wirklich ein bisschen ungünstig. Hier kannst du keine Gardine anmachen, und weil die klemmt dann zwischen Lenkrad und du hast doch hier keine Möglichkeit, was ranzumachen. Und würde auch dann dazwischen klemmen, und hier geht's auch nicht, hier oben, weil dann müssen wir sie hinter die Sitze legen. Also werden wir es mit diesen Decken so probieren. Ich bin gespannt. Wir werden berichten.